Blei hat eine hohe Affinität für Knochengewebe und endet hauptsächlich im Knochen, aber zum Teil auch im Gehirn, aber wesentlich im Knochen. Und das heißt, wenn wir mal alles durchgehen oder so, dann enden wir immer im Gehirn und im Nervensystem enden wir entweder bei Quecksilber oder bei Aluminium. Das sind die zwei Stoffe, die einen Weg immer dorthin finden. Und dann, wenn die Metalle einmal ihren Weg dorthin gefunden haben, werden sie eingebaut in die Zellen, in die Nervenzelle jetzt in diesem Fall, oder auch in die Gliazellen im Gehirn und andere Zellen, die da sind, werden aufgenommen, in die Zelle eingebaut und sind dann da festgebunden an Proteine. Und das ist eine Bindung, die Halbwertszeit, schätzt man, sind 32 Jahre. Es ist 32 Jahre geht, bis ein Quecksilberatom mobilisiert wird aus den Zellen, unsere eigenen Mechanismen da sind. Und jetzt für die Entgiftung ist dieser Rückweg eben wesentlich, dass wir, ja, wir müssen diese Bindung an Proteine lösen, wir müssen das Quecksilber aus der Zelle ausschleusen, wir müssen es vom außerhalb der Zelle durch die Matrix schleusen, in ein Blutgefäß rein und dann von einem Blutgefäß zur Niere oder zur Leber, wo es dann ausgeschieden werden kann. Ja, und diese Wege alle abzudecken, ist eine sinnvolle Entgiftung. Die Welt ist im Wandel. Stress und Belastung auf unseren Organismus sind überall. Zur selben Zeit aber gibt es heute eine Vielzahl natürlicher und auch technologisch fortschrittlicher Methoden. Wie der Einsatz der Spektren des Lichts, unsere Atmung, Kälte, Nährstoffaufnahme und Nährstoffentzug, die Natur und auch unsere Gedanken. Gezielt eingesetzt ermöglichen sie nicht nur eine vollständige Entfaltung unserer Gesundheit in der heutigen Umwelt, sondern dass wir sogar neue Potenziale erobern können. Wo sind unsere Grenzen? Nimm deine Gesundheit selbst in die Hand und wir finden es gemeinsam heraus. Willkommen zum Epigenetik Podcast. Willkommen zum Epigenetik Podcast. Mein Name ist Sebastian Dietrich und mein Gast heute zur letzten Show in der Serie Detox ist Dr. Dietrich Klinghardt. Dietrich, eigentlich müsste man dich nicht vorstellen, denn jeder in der Branche kennt dich, ja. Ich möchte trotzdem heute ein paar Eckpfeiler erwähnen, weil, wie ich es finde, einfach sehr beeindruckend ist, was du in deiner Karriere schon alles gemacht hast. Du bist der praktizierende Arzt und seit 82 in Seattle ansässig, wo du Klinikchef im Sophia Health Institute bist. Schon als junger Arzt hast du dich auf die Behandlung von chronischen Erkrankungen spezialisiert und bist eigentlich bekannt als einer der ersten Ärzte überhaupt in unserer Zeit, der sich so holistisch mit Ergiftung auseinandergesetzt hat wie kein anderer. Im Laufe der Zeit hast du sogar einige eigene Therapieformen entwickelt, wie den autonomen Regulationstest, die Psychokinesiologie und die Metallfeldtherapie. Alle drei zusammen sind bekannt in der Medizin als die Klinghardt-Methode. 2007 und 2009 hast du Auszeichnungen bekommen als Arzt des Jahres, 2010 den Physicians Excellence Awards für die Behandlung von Borrelien-indiziertem Autismus, vornehmlich bei Kindern, und 2013 den Lifetime Achievement Award für integrative Medizin. Dietrich, willkommen zum Epigenetik Podcast. Schön, dass du dabei bist. Ja, danke. Danke für die Einladung. Ist eine Ehre. Ja, Dietrich, so viel Wissen, ich habe es gerade vorgelesen und aus so vielen Jahren, das ist eine unglaubliche Bereicherung für uns, für die Serie, für die Zuschauer. Deswegen, wir wollen heute so ein bisschen hinter die Kulissen gucken, so wie was bei dir eigentlich in der Praxis abläuft, weil du bist ja auch einer der wenigen, viele haben sich dann vielleicht so aus dem Ärztedasein zurückgesetzt und haben ihre eigenen anderen Firmen, aber du bist ja immer noch in der Praxis tätig, deswegen ist es umso spannender, auch mal da hinzuschauen, was passiert denn da überhaupt tagtäglich, vielleicht von dem ersten Besuch eines, ja, Autismus habe ich jetzt gerade schon genannt, bis hin zu Veränderungen, was passiert da zwischendrin alles, du bist ja auch bekannt für die 5 Ebenen der Heilung, deswegen da würden wir heute gerne so ein bisschen hinschauen, bevor wir aber gleich darauf eintauchen, du bist ja auch bekannt, immer in Verbindung mit der Süßwasseralge Chlorella. Also wenn es um Detox geht und um Dietrich Klinghardt, dann fällt immer auch das Wort Chlorella. Und deswegen viele andere benutzen vielleicht sowas wie modifiziertes Zitruspektin oder auch Chitosan oder ein Zeolit. Alle diese Sachen, die binden ja und haben irgendwie Eigenschaften, Umweltgifte aufzunehmen. Warum ist denn
für dich in deiner Behandlungsmethode aus den letzten Jahrzehnten eigentlich, kann man schon so sagen, so die Wahl, die primäre Wahl da auf das Chlorella gefallen? Die Antwort ist bei dir einfach, weil ich Wissenschaftler bin und schaue mir die Literatur an. Es gibt ein Buch von einem russischen Wissenschaftler, Biosorption of Heavy Metals, wo alle diese Stoffe miteinander verglichen wurden. Und Chlorella ist das Top-Mittel, um Schwermetalle zu binden, insbesondere Quecksilber. Und warum soll ich ein toll wirkendes Mittel verdünnen mit weniger stark wirkenden Mitteln? Deshalb verwende ich Chlorella. Es sei denn, manche Patienten kriegen initial Verstopfung davon. Es gibt eigentlich keine ernsten Nebenwirkungen, aber wenn ein Patient Probleme hat, dann schalten wir um auf eine der anderen Entgiftungsmittel. Du hast ja jetzt vor allem Quecksilber genannt. Gibt es da Grenzen von Chlorella, was unterschiedliche Metalle angeht oder Umweltgifte? Eigentlich nicht. Die einzige Grenze ist, dass Chlorella ist vorwiegend ein Bindemittel. Das heißt, es extrahiert vom Blut die Stoffe, die zirkulieren. Aber es geht dringend nicht in die Zellen ein, um hier Dinge zu mobilisieren. Und es überquert auch nicht die Blut-Hirn-Schranke, um Dinge aus dem Gehirn zu mobilisieren. Das heißt, da sind dann andere Schritte notwendig. Okay. Ja, lass uns mal eintauchen so in den alltäglichen Prozess bei dir in der Klinik, Dietrich. Du hast ja viele Patienten, ich hätte es fast auf der Zunge gehabt, die meisten Ärzte gar nicht mehr wollen, aber zumindest Patienten, die vorher wahrscheinlich schon viele, viele andere gesehen haben, ohne Erfolg oder wenig Erfolg. Und ich hatte vorhin auch schon die Autismus erwähnt. Du bist ja bekannt, vor allem Autismus zu behandeln, auch erfolgreich bei Kindern. Wenn jetzt so ein Kind kommt mit Autismus oder generell so eine chronische Erkrankung oder ein Patient mit so einer chronischen Erkrankung, du hast ja sicherlich schon für dich irgendwie im Hinterkopf so ein paar Schritte, die da ablaufen siehst, was du da machst. Aber wie gehst du denn davor, was vielleicht auch so eine Analyse angeht, bis hin dann zu den ersten Maßnahmen, sage ich mal, oder Behandlungen? Ja, also erstmal, ich bin nicht allein in der Klinik, sondern habe mich umgeben mit kompetenten Mitarbeitern. Und die im Allgemeinen hat der, wir haben es ausgerechnet, der Durchschnittspatient bei uns hat vor uns 38 andere Ärzte oder Institutionen besucht, sodass wir hier schon eine relativ spezielle Auswahl haben von Patienten. Und dann der Durchschnittsablauf ist der, dass ein neuer Patient wird zunächst mal befragt und untersucht von meinen Assistenten für eine Stunde, wo wir die ganze Krankengeschichte untersuchen und aufnehmen und das Labor anschauen, was es schon gibt. Und dadurch, dass 38 andere Ärzte schon dran waren, das Gute dabei ist, dass ich nur noch wenig Labor machen muss, nur noch selten ins Labor schauen muss, sondern ich schaue einfach in die Unterlagen vom Patienten. Mhm. Und die haben nämlich alles gemacht, von der ganzen Genetik bis zur Epigenetik, bis zum Metabolismus, ist schon alles durchgeguckt, so dass wir da relativ entlastet sind. Und dann hat der Patient eine Stunde mit mir, wo ich unsere ART-Methode anwende, die jenseits der Labordiagnostik eben korrekt Dinge auffinden kann, die mit keiner anderen Methode sichtbar sind. Und das ist eigentlich das Rezept für meinen Erfolg gewesen. Ja, denn durch ART können wir auch rausfinden, ja, alles von Virusbelastungen und von Strahlenbelastung im Körper durch WLAN bis hin zu Besetzungen und eher esoterischen Dingen, weil der Muskeltest ermöglicht uns eben einen Blick jenseits von dem, was sichtbar oder palpierbar ist. Ja gut, und dann hat der Patient eine Stunde mit mir und dann etablieren wir einen Behandlungsplan. Der wird dann wieder mit einem von meinen Assistenten, meinen Ärztinnen, die mit mir zusammenarbeiten, wieder besprochen im Detail. Und dazu gehören dann oft Infusionsbehandlungen, Kraniosakraltherapie,
bestimmte Heilmethoden, die wir in der Praxis haben, neurologische Behandlungen mit einer Kollegin, die super arbeitet auf dem Gebiet, Akupunktur, Homöopathie und diesen ganzen Bereich und ganz stark eben betont bei uns ist die psychologische Nachbehandlung, die meist getragen wird von einer Kollegin, die von mir gut ausgebildet ist. Ja, und einmal die Woche mache ich Familienaufstellungen, das heißt für unsere schwierigen Fälle biete ich das an, dass wir dann auf diese Art noch ein bisschen mehr Licht in die Problematik finden. Und das ist es einfach. Es ist ein einfaches Rezept, da ist nichts kompliziert dabei. Die meisten Patienten haben vor uns wesentlich mehr Geld rausgeworfen für Dinge, die nicht funktionieren, sodass die Behandlung, obwohl wir gerechtes Geld verlangen, sagen wir mal so, ist es für die Patienten sehr kosteneffektiv, mit uns zu arbeiten, weil wir eben in den USA, oder möchte ich schon sagen, dass das ganze System verdächtigt ist sicher, das Versicherungssystem und die Pharmaindustrie ist wahnsinnig korrupt, oder? Ich kann zum Beispiel ein Beispiel sagen, dass die Deutschen mir nie glauben, wenn ich das sage, aber wenn wir ganz normal Schilddrüsenhormone testen, TSH, freies T3, freies T4 und vielleicht noch Reverse T3, dann kostet es unseren Patienten $500. Kostet bei uns in Deutschland weniger als $50. Und das heißt, das ist nur für die Labordiagnostik von einem einfachen Parameter. Und die meisten von meinen Patienten sind eingebunden in den Versicherungssysteme, die Anordnung von mir nicht bezahlen. Das heißt, dadurch hat sich bei mir frühzeitig schon vor 40 Jahren ergeben, okay, ich muss eine Medizin machen, die nicht abhängig ist vom Labor, oder der Patient hat die Möglichkeit, er kann sein Geld ausgeben für Labormethoden, um dann vielleicht zu einer Diagnose zu kommen und hat dann kein Geld mehr übrig für die Therapie. Oder der Patient kommt zu mir, kriegt mit meiner ART-Methode die Diagnose und kann dann sein Geld ausgeben für die Behandlung. So, das ist so ein bisschen. Ja, das ist natürlich Wahnsinn, was das System auch noch erschwert heute, was so Behandlungsmethoden angeht. Du sagst jetzt, Dietrich, ja, so einfach kann es dann sein, weil es natürlich für dich jetzt über die Jahre hin schon so einfach wahrscheinlich geworden ist. Aber all die Sachen, die du ja jetzt erwähnt hast, die sind ja auch zusammengewürfelt aus den unterschiedlichsten Bereichen. Und das kann man ja auch eigentlich zusammenfassen, so wie du es nennst, die Heilung auf 5 Ebenen. Und da sind die Infusion oder Inosferese oder auch Chlorella und das, was du da so jetzt alles erwähnt hast, das geht ja quasi so primär auf den physischen Körper zurück. Und würdest du sagen, der Großteil deiner Behandlungsmethoden sich eher auf die anderen 4 Ebenen beschränkt oder nicht beschränkt oder fokussiert, weil die anderen 38 Stationen, wo der Kunde vorher war oder der Patient, sich vielleicht auf die physische Ebene fokussiert haben? Ja, es stimmt schon. Nur ist es so, dass mit ART finden wir auch auf der physischen Ebene immer die Dinge, die total übersehen sind. Zum Beispiel Parasitenerkrankungen oder bei autistischen Kindern finden wir bei allen autistischen Kindern, dass eine der Hauptursache für das Fortschreiten der Erkrankung sind die Parasiten im Darm. Und es gibt keine schulmedizinische Labordiagnose im Moment, die fähig ist, diese Dinge zu finden. Und so, das heißt, wir fangen schon an mit der physischen Ebene, aber schauen eben gezielt nach den Dingen, die übersehen sind. Und dann auf der zweiten Ebene, in einem Energiekörper, oder, mache ich Neuraltherapie. Ich war ja Jahrzehnte, hatte ich hier eine Organisation in den USA, American Academy of Neural Therapy. Das heißt, ich habe Neuraltherapie gelehrt hier in den USA und wirklich tausende von Schülern gehabt, weil es war hier völlig unbekannt. Und das ist auf der zweiten Ebene eine meiner Hauptmethoden. Ich mache auch Akupunktur. Ich habe
Akupunktur mit nach Amerika gebracht vor über 40 Jahren und andere energetische Heilmethoden, die wir in der Praxis haben, Magnetfeldtherapien und Mikrostromtherapien und Lichttherapie. Lichttherapie ist in den letzten Jahren für uns ganz, ganz wichtig geworden als Teil von unserer Methode. Ja, mit dem Photon Wave Gerät und mit dem CAR-Scan, ein Gerät, was ich selber entwickelt habe, wo wir Patienten nicht medikamentös mit Medikamenten behandeln können, ja, durch die sogenannte Photopherese. Das ist so die zweite Ebene. Dritte Ebene machen wir Traumatherapie. Und das können wir ganz kurz vielleicht nochmal stehen bleiben, weil das fand ich super interessant. Das ist jetzt nämlich nicht zu verwechseln, wo du sagst, Lichttherapie, heute kennt man so aus dem Biohacking-Bereich, Biophotomodulation, das ist sicherlich ganz was anderes. Was macht ihr da konkret mit diesem Photowave oder wie hast du ihn genannt? Photon Wave, ja. Ja, das Prinzip ist einfach, wenn man eine Quelle von kohärentem Licht hat, und da gibt es verschiedene Arten, das zu erzeugen, dann ist das Licht, auf dieses Licht kann man aufmodulieren Medikamente und auf dem Lichtstrahl die Medikamente geben. Und da haben wir eben besondere Verfahren entwickelt und es ist fantastisch. Dadurch können wir eigentlich heute jeden Patienten behandeln, ohne je ein Medikament zu geben. Ein paar Ausnahmen, Diabetiker brauchen schon noch Insulin, aber vielleicht ein Zehntel der Dosis, das sie sonst brauchen. Krass. Und mehr kann ich so jetzt in dem Rahmen von dem Interview nicht sagen, aber das ist sind Besonderheiten, die sich aus unserer Methode entgeben haben. Und ich habe ja lange Jahre zusammengearbeitet mit Luc Montagnier, der den Nobelpreis hatte für HIV. Und er hat mit mir zusammen diese Forschung betrieben, dass er eben gezeigt hat, es gibt die sogenannte Teleportation von Medikamenten. Das heißt, wir können auf dem Lichtweg Medikamente in den Körper übertragen, ohne dass sie physisch gegeben werden. Und es sind also ganz neue Anwendungen aus der Quantenphysik und da die Photobiomodulation, da geht es nur darum, dass man irgendwo einen Laser auf den Punkt hält und den Laser ins Gewebe scheint oder intravenös gibt. Das machen wir auch alle, intravenöse Lasertherapie. Aber die Photobiomodulation hängt weit zurück, weil es eben die Klauen der Schulmedizin schon auf sich hat und gar nicht weiter wachsen darf. Und ich war früher einer von den führenden Leuten in der Photobiomodulation oder Vorlesungen und dann, als es übernommen wurde von der Pharmaindustrie, wurde ich als erster gebeten, nicht mehr zu kommen, weil unsere Lichtmethoden eben ganz, ganz anders sind und angereichert sind durch das Wissen von Fritz Albert Popp, damals einer meiner großen Einflüsse war. Mehr kann ich so in dem Rahmen von diesem hier nicht sagen, aber es geht hier um zwei Geräte, die spezifische Anwendungen haben, mit denen wir immer mehr machen, wo immer mehr, immer weniger Medikamente verschreiben oder Medikamente geben, immer mehr mit Licht arbeiten. Da gibt es eine Industrie, der gefällt das wahrscheinlich überhaupt nicht, dass es sowas gibt heutzutage. Die sind sicherlich hinter dir her wie kein anderer. Ja, jetzt haben wir die zweite Ebene, Dietrich. Die dritte finde ich auch super spannend. Da geht es ja um den Mentalkörper. Und da hatte ich dich mal reden hören. Da geht es ja vor allem auch darum, so Traumata aus der Kindheit, dass die sich auch epigenetisch verankern. Das interessiert jetzt uns ganz besonders hier bei Epigenetik TV. Und wie kann man sich das vorstellen, dass so ein Trauma sich da in der Kindheit irgendwie verankert und Auswirkungen hat? Und vor allem dann auch, wie löst ihr das auf? Ich habe irgendwas von Spiegel gelesen, die ihr anwendet in dem Zusammenhang. Kann das sein? Ja, so ist natürlich auf dieser Ebene gibt es viel zu sagen. Der Mentalkörper entspricht in etwa dem, was Rudolf Steiner ätherischer Körper nannte. Das ist der Teil von uns, der alle gesamten Lebenserfahrungen speichert. Die Lernerfahrungen, positive Erfahrungen und nicht verarbeitete traumatische Erfahrungen. Und jedes nicht verarbeitete Trauma verändert unsere Epigenetik. Epigenetik, so weit definiert, sind die Mechanismen, die wir haben, um unsere DNA zu regulieren, oder?
Und DNA ist ja spannend, oder? Nur 2% von der DNA machen das, wofür die DNA bekannt ist, dass sie der Code sind für Proteine und den unseren ganzen Metabolismus steuern. Entdecke dich selbst mit der DNA-Analyse von Epigenes. Deine DNA ist nicht dein Schicksal, aber sie ist dein Startpunkt und dein Potenzial. Dein Lifestyle und die Epigenetik aber bestimmen dann deine Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Wir testen deine DNA zur Ernährung, Schlaf, Hormone, Detox und Athletik und leiten daraus individuell auf dich abgestimmte Lifestyle-Empfehlungen ab. Finde heraus, wer du wirklich bist mit der DNA-Analyse von Epigenes und entfalte dein wahres Ich. 8% von unserer DNA sind Retroviren. Das sind nicht so günstige Anteile, die vererbt sind von unseren Eltern, aber auch erworben sind, wie bei HIV zum Beispiel oder Epstein-Barr, die sich einbetten, oder jetzt auch der Impfstoffe, die sich einbetten in die DNA. Das sind 8% von unserer DNA. Und dann die anderen 90% nannte man früher Junk-DNA, Müll-DNA. Und heute weiß man, dass die sind verantwortlich dafür, wie diese 2% reguliert werden, die entscheidend sind, wie wir aussehen und wie lange wir leben und wie gesund wir sind. Und jenseits von der DNA gibt es diese übergeordneten Regelmechanismen. Der Hauptmechanismus ist die Methylierung, aber auch die Histonacetylierung, sind verschiedene Mechanismen. Und wenn wir durch ein Trauma gehen, ein traumatisches Ereignis, und es nicht verarbeiten können angemessen, sodass innerlich Ruhe ist, dann verändert das die Art, wie wir unsere DNA methylieren oder acetylieren. Und dann passieren Katastrophen. Fast alle chronischen Erkrankungen entstehen dadurch, durch diese von unseren Eltern ererbten. Das Wichtige ist, diese Effekte, diese Fehlsteuerung von der DNA, die werden von Generation zu Generation weitergegeben. Die werden nicht ausgelöscht. Und wahrscheinlich auch nicht nach 7 Generationen, wie es in der Bibel steht, sondern wahrscheinlich geht es für immer. Und wir sind einfach jetzt gerade im europäischen Bereich die Überlebenden nach 2 Weltkriegen. Und vorher, oder, war Napoleon, und vorher war eigentlich ständig Krieg für 2000 Jahre. Wir haben alle Riesendefekte in der Steuerung unserer Gene, in der epigenetischen Steuerung der Gene, die zurückzuführen ist auf Past-Traumata. Und diese traumatischen Ereignisse können eben in unserem Leben sein oder können weitergegeben sein von unseren Eltern. Und wir haben zunächst mal mit der Psychokinesiologie oder eine Methode entwickelt, ist einfach eine Form von Biofeedback-Psychotherapie, wo wir den Körper befragen und dann der Körper steuert uns dann hin auf diese vergrabenen Ereignisse. Und dann haben wir bestimmte Heilschritte. Und dazu gehört auch die Anwendung von verschiedenen Spiegeln. Aber auch das Klopfen von Akupunkturpunkten, Augenbewegungen, Farbbrillen und die Anwendung von Farbe durch die Augen und natürlich das therapeutische Gespräch. Das sind eigentlich so die wesentlichen Pfeiler auf der dritten Ebene. Mhm. Da muss ich nochmal kurz nachfragen. Die Theorie ist natürlich super interessant und das verankert sich dann, kann dann transgenerational weitergegeben werden. Und jetzt gibt's diese, du sprichst jetzt, glaube ich, von der Klinghardt-Methode oder auch Teile davon, um das wieder auszulöschen oder um das Epigenom quasi wieder frei zu bekommen. Vielleicht können wir da auf so eine der Verfahren noch mal ein bisschen genauer eingehen. Das mit den Spiegeln interessiert mich irgendwie ganz besonders. Davon habe ich noch nicht gehört. Klopfen ist ja so dem einen oder anderen Begriff und auch die Kinesiologie oder die Psychokinesiologie. Wie können da Spiegel in dem Zusammenhang eingesetzt werden, um darauf einzuwirken? Ich kann es mal versuchen zu erklären. Normalerweise haben wir dafür ein paar Stunden Zeit. Wenn wir ein unerlöstes Trauma haben, dann drückt sich das immer über den Körper aus, über das autonome Nervensystem. Das ist zum Beispiel
der Metabolismus der Niere eingeschränkt ist, die Entgiftungsleistung der Niere oder die der Leber. Und mit ART können wir das leicht feststellen. Und um an den dahinterliegenden Konflikt ranzukommen, gibt es ein einfaches Prinzip. Diese Leber, die jetzt erkrankt ist oder wo nicht richtig funktioniert, gibt Biophotonenstrahlung ab. Und huckepack auf dieser Strahlung ist die Information von mir geht's nicht gut. Man könnte ja auch sagen, auf epigenetische Sprache, es ist irgendwie methyliert oder lahmgelegt oder stillgelegt. Genau, ja. Mhm. Und die Biophotonen, die Lichtabstrahlung von Organen, die gesund sind, die einen gesunden Blutfluss haben, gesunde Innervationen, gesunden Lymphabfluss haben, diese Strahlung, wenn ich die mit dem Spiegel reflektiere, macht es keinen Stress im System. Wenn ich die Strahlung reflektiere, die aus einem erkrankten Organ kommt, macht es Stress im System. Und dann, wenn wir den Spiegel vor ein erkranktes Organ halten und einen bestimmten Abstand, das sind dann Sachen der Technik, die wir verwenden, so nach 33 Sekunden, das heißt die 33 Sekunden Technik bei mir, nach 33 Sekunden verschwindet dieses Stresssignal. Und was dann aber passiert ist, dass Kontakt hergestellt wurde zu der Stelle in unserem System, wo der Konflikt abgelagert ist. Wir machen sozusagen eine Bahnung zurück. Die Leber geht schlecht, weil hier ein ungelöster Konflikt war. Wir behandeln die Leber und jetzt wird der Konflikt wird laut. Er wird damit verbunden und wird laut. Und an dieser Stelle können wir dann mit den verschiedenen Methoden, die ich entwickelt habe, sehr leicht an den Konflikt rankommen, wo wir nicht mehr buddeln müssen oder so, denn er ist gleich an der Oberfläche und kommt sofort ans Licht mit den Gefühlen, mit den Erinnerungen, mit den inneren Bildern. Ja, und so verwende ich den Spiegel. Ich weiß, mein Freund Renzo Celani hat eine ganz andere Art, Spiegel anzuwenden, die er daraus gemacht hat. Aber für uns ist der Spiegel rein ein therapeutisches Werkzeug im Rahmen der psychologischen Behandlung. Super, super spannend. Wir waren jetzt auf der dritten Ebene. Wenn man jetzt mal wieder eins weitergeht, dann kommt der intuitive Körper. Und das hat ja bei euch auch, steht ja bei auch irgendwie im Vordergrund. Ich glaube, du hast vorhin die Familienaufstellung genannt. Geht das in die Richtung des intuitiven Körpers? Traumata aus dem Familienwesen quasi aufzulösen? Ja, die vierte Ebene ist so der Bereich der transpersonalen Psychotherapie. Das ist ja ein Riesenbereich geworden inzwischen in der klassischen Psychotherapie und Psychologie. Zu diesem Bereich gehören eben Phänomene, die wir meist so aus den dunklen Bereichen kennen, wie die Endergebnisse von einem Fluch auf einer Familie, Besetzungen, diesen Dingen, die wir eher aus dem Schamanismus kennen. Das ist eben ein Bereich, der wird im Indischen, im Sanskrit einfach Turiya genannt. Turiya heißt aber die vierte Ebene. Die Annäherung in der Psychotherapie ist dieser transpersonale Bereich, wo wir eben sehen, dass zum Beispiel Gruppen von Bevölkerungen haben Einflüsse auf die Individuen in der Bevölkerung. Ja, also wir sind nicht, ihr Deutschen seid nicht ganz frei von dem, was die Deutschen denken. Ja, was in den Medien ist, was diese Konsensusrealität ist, was ihr über den Computer eingespielt bekommt, oder? Letztlich existiert ihr in einem Feld, von dem ihr nicht wirklich frei seid. Manche von euch oder haben sich ein bisschen mehr freigeschwommen als andere, aber also ganz frei ist niemand. Ihr existiert in einem Umfeld, das eine Wechselwirkung hat mit euch. Und das gehört auf die vierte Ebene bei uns. Ja, das gehört nicht mehr in den Bereich der persönlichen Biografie, sondern und auf diesem Bereich sind eben auch Einflüsse aus unserem Familiensystem. Und wir haben gefunden in unserer Arbeit, dass auf der vierten Ebene die Einflüsse vom Familiensystem ist der wertvollste Bereich
auf dieser Ebene zu arbeiten. Ja, wir können auf der Ebene in Vorleben gehen und wir können mehr esoterische Dinge machen, wir können Exorzismen machen. Aber wir haben eben gesehen, wenn wir unsere Familie heilen und die Vergangenheit der Familie, dann wird unser Feld wahnsinnig stabil. Und dann fallen Besetzungen zum Beispiel so wie Blutegel ab von uns. Und ohne, dass wir uns näher drum kümmern müssen. Und Dinge wie Vorleben, ob die nun wirklich eine Rolle spielen, ist eine Diskussion, die offen ist oder für uns. Wir kommen aus dem christlichen Glaubensbereich und da ist wenig Platz für die Idee von Vorleben. Und aber eigentlich, oder dadurch, dass Jesus als Haupt Erfinder der Methode vom Christentum eben gesagt hat, okay, wenn ihr mir glaubt, oder dann wird alles, was vorher war, wird ausgelöscht, wird vergeben, oder? Und so, dass wir im Christentum eigentlich freier aufwachsen als die Leute in Indien oder China, die alle dran glauben, dass die Dinge, die schlimmen Dinge, die passieren heute im Leben, sind aus Vorleben und ertragen dann ihre Last. Oder wir sehen das in Indien, wie willig die Leute sind, ihre Last zu ertragen. Und wir sehen es in China, wie leicht die Leute steuerbar sind und wie leicht sie ihre Last ertragen, weil sie denken, in sich tief denken, naja, das Leiden, was sie im Moment durchmachen, ist gerechtfertigt. Und der Boss oder der Mr. T oder wer auch immer die Instruktionen gibt, hat schon recht. Der ist eben Vertreter von Gott und diese ständige Dauerbestrafung, dadurch, dass ich jetzt diese Jobs machen muss oder so, ist gerechtfertigt, weil ich wahrscheinlich im Vorleben irgendwas getan habe. Wir Christen sagen, nein, scheiße, oder ich möchte frei sein, ich möchte die ganze Last loswerden, die aus der Vergangenheit kommt und möchte nach vorne gehen. Und das hat auch, man sieht eben auch, dass die großen Entwicklungen unserer Zeit oder kommen aus den christlichen Ländern, die kommen nicht aus China oder Indien. Die Chinesen bauen alles nach, oder was im Westen irgendwie erfunden wurde. Und Indien, habe ich ja mal 3 Jahre gelebt, oder? Ist erstickt in ihrer Religion, obwohl die Leute hochintelligent sind, können sie sich nicht freimachen durch diese Idee von Karma. Und dann war eben, als Bert Hellinger auf die Szene kam und hat uns die Wahrheiten vermittelt, den Einfluss vom Familiensystem, der wesentlich stärker und durchknallender ist als der Einfluss von Karma und dass wir dort erstmal aufräumen sollen. Und natürlich, wenn wir da mal fertig sind und dann noch was übrig ist, dann dürfen wir schon auch diese karmischen Geschichten angucken und dürfen dann auch Dinge wie Besetzungen, Flüche und andere Dinge anschauen. Aber der erste Schritt sollte sein, das ganze Feld zu stabilisieren mit der Arbeit auf der 4. Ebene, die wir eben unter dem Namen Aufstellungsarbeit kennen. Ich mache selber ja einmal die Woche Aufstellung, aber die Hauptarbeit, die ich mache diese Arbeit am Tisch mit dem Patienten jeden Tag, aber nicht im Rahmen von einer Gruppe, sondern 1:1 mit dem Patienten. Wir haben es geschafft, diese Arbeit zu übersetzen auf die Arbeit 1:1 mit dem Patienten. Habe ich ein sehr schönes Kapitel geschrieben in einem Buch, das heißt Die entdeckte Wirklichkeit, wo wir den Punkt diskutieren und auch vergleichen, die Aufstellungsarbeit gegenüber der Arbeit ein Behandler, ein Patient an der Liege. Und da sind viele Vorteile dabei. Aber das sind andere Details, die wir vielleicht ein andermal diskutieren. Ja, krass. Also vielleicht nochmal Zusatz dazu. Ich glaube, die westliche Welt ist noch gar nicht, mehr so weit davon entfernt von den Chinesen. Zumindest was das Thema Folgen angeht, sieht man ja gerade auch. Unglaublich, also das ist ja auch dann irgendwie der Übergang sicherlich schon zur 5. Ebene, da geht es ja dann um Spiritualität, da ist der Übergang wahrscheinlich irgendwie fließend, aber Wahnsinn, also wenn man all diese Inhalte hört, dann denkt man natürlich nicht in erster Linie, hey, da muss ich hinschauen, wenn es auch um Entgiftung geht oder wenn es darum geht, den Körper in die Gesundheit zu bringen bei einer chronischen Erkrankung. Ja, Sebastian, lass mich vielleicht nur eins sagen, nur mal ein Beispiel, was wir gelernt haben aus dieser Arbeit auf der 4. Ebene.
Wir waren alle schockiert, wie willig ihr Deutschen dieses Maskentragen und diese Lockdowns ertragen habt, wie willig ihr da mitgegangen seid und wie willig ihr euch gebeugt habt, euch impfen zu lassen. Und ich habe da lange dran geknabbert und mein Verständnis ist es, dass es in Deutschland sowas gibt wie eine empfundene Erbschuld, dass die Deutschen fühlen sich von Geburt an schuldig für das, was früher passiert ist. Und aus dieser Schuld raus ist ein enormes Bedürfnis da, gut zu sein und das Richtige zu tun. Und daraus hat sich diese Willigkeit ergeben, sich so quälen zu lassen in diesen Lockdown-Jahren. Ich arbeite ja auch in der Schweiz und ich arbeite auch in England und ich arbeite auch in den USA. Und nirgendwo wurden diese Maßnahmen strikt eingehalten. Überall gab es so eine Grauzone, wo man sagt, na ja, selbst beim Fliegen hin und her zwischen Europa und USA gab es Grauzonen, aber nicht in Deutschland. Ja, das war ja für mich schockierend, das zu sehen. Aber ich verstehe jetzt, ist aufgrund dieser Schuldgefühle. Und da ist es natürlich, da ist zum Beispiel die Aufstellungsarbeit fantastisch, diesen Teil abzubauen und frei zu werden und nächstes Mal Nein zu sagen, wenn jemand wieder kommt mit einer Spritzennadel oder mit einem Maskengebot, einfach Nein zu sagen und stark dazustehen. Oder? Krass. Das sind so Dinge, die wir auf der vierten Ebene besprechen und erkennen und dann auch therapeutisch nutzen. Schuldgefühle üben es machen chronische Blasenbeschwerden, chronische Nierenbeschwerden, Entgiftungsstörungen. Ja. Schuld betrifft die Nieren. Und wenn die Niere nicht entgiften kann, werden wir vergiftet. Und diesen Teil abzubauen, bevor wir überhaupt an eine Entgiftung denken mit materiellen Dingen, auf der vierten Ebene mal zu schauen, okay, was ist da schon da an Vorbelastung? Denn wenn die Nephrone, die Zellen in der Niere eingeschränkt sind in ihrer Funktion durch einen dahinterliegenden Konflikt, und der ist eben oft epigenetisch und kommt aus diesem Umfeld anstatt aus der eigenen Biografie, wenn diese Dinge nicht abgebaut werden, hat man mit der Entgiftung, dann geht die Entgiftung ein ganzes Leben lang. Und da haben wir eben Einfluss drauf, indem wir da zugreifen. Man müsste mal die ganze Bevölkerung irgendwie in so eine Aufstellung packen als eine Person oder wie auch immer das vielleicht möglich ist. Vielleicht ergibt sich da irgendwie so eine Allheilmethode für die Welt generell oder für die Menschheit. Wäre auf jeden Fall irgendwie spannend. Da gibt's ja diese Siddhartha-Studien, die kennst du sicherlich auch, dass sich irgendwie so diese Meditierenden, 2, 3, 4.000 Meditierenden treffen und dann in einem bestimmten Zeitraum alle meditieren, dann geht irgendwie die Kriminalitätsrate zurück und so weiter. Also ganz viele positive Auswirkungen. Müsste ja irgendwie auch gehen, die Bevölkerung zu heilen, denke ich mir irgendwie so im Umkehrschluss. Dietrich, super, super spannend. Krasse Informationen, finde ich. Vor allem super wichtig, einfach irgendwie so dieses Quantenfeld oder das Feld oder die Energie da irgendwie einfach mit einzubeziehen in die Behandlungen. Wenn du das werten müsstest, was würdest du denn sagen, so welchen aus der Erfahrung heraus aus den letzten Jahren, Jahrzehnten, welche dieser Ebenen ist denn vielleicht ja am wichtigsten oder hat vielleicht die größten Auswirkungen dann auf den Behandlungserfolg? Kann man das überhaupt sagen? Ja, die höheren Ebenen haben den größeren Anteil an dem, was nachher wie eine chronische Erkrankung aussieht, brauchen eben mehr Lebenserfahrung von einem Therapeuten her. Und dadurch, dass es keine wirklichen Schulen und Ausbildungen gibt, die uns auf der vierten Ebene, es gibt immer so Anteile und selbsternannte Schamanen und Lehrer auf diesem Gebiet, wo es viel Fehlwege gibt, oder? Und das Schöne ist, je weiter unten wir ansetzen, auf der unteren Ebene, das ist eben die objektive Ebene, wo wir Dinge messen können und verifizieren können. Und je weiter wir hochgehen, desto weniger messbar werden Dinge. Und von daher können wir gute Lehrer von schlechten Lehrern erstmal nicht unterscheiden. Und da liegt so ein großes Problem, oder? Und aber von der Gewichtigkeit her, ich mache mal ein Beispiel, oder ein Beispiel, das ich oft zitiere. Es war
Ich habe eine Familienaufstellung gemacht, das ist ungefähr 10 Jahre her, Familienaufstellung gemacht, und da war eine Patientin, die hatte 27 medizinische Diagnosen, die hat uns auch die Unterlagen gezeigt. Da haben wir eine Aufstellung gemacht und Dinge gelöst in ihrem Familiensystem, und dann hatte ich sie gebeten, nach 9 Monaten wiederzukommen, weil wir haben gesehen, es ist wie eine Schwangerschaft, man befruchtet und dann wartet man 9 Monate, guckt, was rauskommt. Und es war ein bisschen über ein Jahr später, kam sie wieder. Ich habe sie nicht erkannt. Sie war eine Frau so Mitte 40. Und die stellte sich vor und sagte, erinnerst du dich, Dietrich? Vor einem Jahr haben wir Aufstellung gemacht. Und ich sagte, ich erinnere, ja, die Frau mit den 27 Diagnosen, das erinnere ich, weil ich habe mir die Unterlagen alle angeguckt. Und bist du das? Ja, das bin ich. Sie sah 10 Jahre jünger aus. Und sie sagt, von den 27 Diagnosen hatte sie nur noch eine. Und es war ihr Diabetes Typ 1. Der Insulinbedarf, der war auf 1/10 runtergegangen von dem, was sie vor einem Jahr brauchte. Und da würde ich natürlich sagen, oder, das war eine kosteneffektive Behandlung. Absolut. Und wir sehen das ständig, wenn wir gut arbeiten auf den höheren Ebenen, fallen eben viele Dinge, man nennt es im Englischen downward causation, das heißt die Probleme, die weiter auf den oberen Ebenen sind, wie so ein römischer Brunnen, filtrieren nach unten und werden dann unten sichtbar als Symptome und als Erkrankungen. Und wenn man unten die Symptome behandelt und die Erkrankungen, kann man viel Geld verdienen, man muss alles einzeln behandeln und einzeln abarbeiten und dann einzeln abdecken mit verschiedenen Medikamenten und Methoden. Und wenn man oben ansetzt und wartet, dann fallen unten die Dinge weg, eins nach dem anderen. Ja, faszinierend, total spannend. Jetzt ist natürlich schon die Wichtigkeit an den oberen Ebenen, so wie du sagst, zu sehen. Aber trotzdem, wenn wir vielleicht doch mal nochmal zurückkommen auf den physischen Körper, trotzdem sind wir natürlich heute in einer Umwelt, die ja es einfach möglich macht, dass wir so wahnsinnig viele Giftstoffe in uns ansammeln. Die gehen ja jetzt erstmal nicht raus, wenn wir eine Familienaufstellung machen oder mit Spiegel arbeiten oder eine Akupunktur setzen. Vielleicht kannst du uns da nochmal einen Einblick geben, was sind da so deine, du arbeitest, hast ja vorhin schon angedeutet, nicht nur mit Chlorella, aber bei so extremen Fällen wie Autismus, wo es vielleicht wahrscheinlich auch irgendwie eindeutig ist, dass da irgendwie Giftstoffe, Schwermetalle mit im Spiel sind, sind denn da so für dich die gängigen Methoden, oder sagst, hey, da kommen wir nicht dran vorbei, da reicht jetzt Chlorella nicht, da müssen wir schon irgendwie was anderes auffahren? Also einmal muss ich die doch korrigieren. Also es ist schon so, wenn man eine gute Familienaufstellung macht oder auf den höheren Ebenen arbeitet, fangen Leute sehr, sehr häufig an, spontan zu entgiften. Ja, so dass, also man muss nicht unbedingt immer auf alles schauen. Man kann auch ein bisschen vertrauen, dass dann Dinge in Gang kommen. Aber oft sehen wir, dass die Leute dann anfangen zu entgiften und dann stecken bleiben in der Entgiftung und brauchen dann Hilfe. Ja, und der Weg von Giftstoffen ist immer so, dass wir sie entweder einatmen oder essen oder über die Haut aufnehmen, und dann geht's auf den Blutweg oder Lymphweg durch die verschiedenen Systeme, und dann bestimmte Giftstoffe, die noch hohe Affinität haben für bestimmte Strukturen in uns, zum Beispiel Quecksilber hat eine riesen Affinität für das Nervensystem im Herz. Die meisten wissen das nicht. Und der nächste Platz, wo Quecksilber endet, ist das Gehirn. Und andere Schadstoffe, zum Beispiel Cadmium, hat eine hohe Affinität für die Nieren. Und Aluminium hat eine hohe Affinität für die Epiphyse. Jeder Schadstoff hat sein Lieblingsziel im System. Und was Metalle angeht, also ich kann es vielleicht nochmal anders sagen. Das Hauptthema unserer Zeit sind neurologische Erkrankungen. Heute sterben wesentlich mehr Leute mit Alzheimer und mit neurologischen Symptomen als mit Krebs. Ja, die neurologischen Erkrankungen haben Krebs weit überholt. Und der Grund für fast alle neurologischen Erkrankungen, das ist die Klinghardt-These, sind die eingelagerten Schwermetalle und Leichtmetalle. Und warum ist es so? Ja, ihr wisst, dass die
Neurologie funktioniert so wie elektrische Kabel, oder? In den Nervenbahnen fließen Ströme. Und damit Ströme fließen, brauchen wir Metall. Ströme fließen nicht im Fett, die fließen nicht in Proteinen, Ströme fließen in Metallen. Und deshalb haben unsere Neuronen, unsere Nerven, haben sehr fein eingelagert, haben Metalle in sich. Und unsere Nerven haben eine hohe Affinität für Metalle. Das heißt, wenn Metalle im Blut zirkulieren, dann haben die ziehen die Nerven sozusagen aus dem Blut, ziehen die Metalle in sich hinein. Natürlich sollte es Zink sein und Kupfer und Magnesium und die guten Metalle. Wenn die aber in verringerter Menge da sind, dann zieht der Körper in diese Gewebe auch die schlechten Metalle. Und dazu gehört eben an erster Stelle Quecksilber, weil Quecksilber ist sehr mobil, ist hochgradig mobil, oder? Ihr wisst es, wenn man Quecksilberthermometer zerbricht und sieht dann diese kleinen Bläschen auf dem Tisch, dann sind die am nächsten Tag weg, weil Quecksilber verdampft bei Raumtemperatur und schon ganz bei Körpertemperatur. Das heißt, Quecksilber existiert in uns hauptsächlich als Gas und in dieser Form geht es durch alle Gewebe durch, bis es den Nerven findet, der es aufnimmt in die Nervenzelle und dann bindet an Proteine. Und natürlich weniger dramatisch ist der Weg, wenn ich andere Metalle nehme, Thallium oder Strontium oder was es sonst noch alles gibt. Und Blei hat eine Besonderheit. Blei hat eine hohe Affinität für Knochengewebe und endet hauptsächlich im Knochen, aber zum Teil auch im Gehirn, aber wesentlich im Knochen. Und das heißt, wenn wir mal alles durchgehen oder so, dann enden wir immer im Gehirn und im Nervensystem enden wir entweder bei Quecksilber oder bei Aluminium. Das sind die zwei Stoffe, die einen Weg immer dorthin finden. Und dann, wenn die Metalle einmal ihren Weg dorthin gefunden haben, werden sie eingebaut in die Zellen, in die Nervenzelle jetzt in diesem Fall oder auch in die Gliazellen im Gehirn und andere Zellen, die da sind, werden aufgenommen in die Zelle, eingebaut und sind dann da festgebunden an Proteine. Und das ist eine Bindung, die Halbwertszeit schätzt man sind 32 Jahre. Es ist 32 Jahre geht, bis ein Quecksilberatom mobilisiert wird aus den Zellen, unsere eigenen Mechanismen da sind. Und jetzt für die Entgiftung ist dieser Rückweg eben wesentlich, dass wir müssen diese Bindung an Proteine lösen, wir müssen das Quecksilber aus der Zelle ausschleusen, wir müssen es vom außerhalb der Zelle durch die Matrix schleusen, in ein Blutgefäß rein und dann von einem Blutgefäß zur Niere oder zur Leber, wo es dann ausgeschieden werden kann. Ja, und diese Wege alle abzudecken, ist eine sinnvolle Entgiftung. Ja, und jetzt ist es so, dass mengenmäßig vielleicht ein Hundertstel von der Quecksilberbelastung ist im Gehirn. Und das macht die ganzen Symptome. Aber 40% vom Quecksilber, wesentlich höherer Teil, sitzt in diesem Bindegewebe, in der Matrix, außerhalb von den Zellen. Und dann die anderen, weiß ich, 50% oder so, sitzen dann in der Leber und im Darm. Und jetzt ist es so, oder wir haben dann das sogenannte osmotische Gefälle. Wir haben relativ wenig im Gehirn, das alle Symptome macht. Und dann direkt außerhalb vom Symptom, vom Gehirn haben wir so viel. Und dann außerhalb von der Matrix haben wir so viel. Und gegen dieses osmotische Ungleichgewicht anzugehen, müssen wir hinten anfangen. Wir müssen erstmal die Leber entgiften und die Niere entgiften, wo dieser Riesenteil sitzt. Und das machen wir mit Chlorella. Und dann, wenn wir da mal Fortschritte gemacht haben und haben diesen Teil abgebaut, der muss weniger sein jetzt, als das, was in der Matrix noch übrig ist. Ja, damit dann Gefälle entsteht. Und dann kommt die Matrixentgiftung und das machen wir mit den sulfhydrylhaltigen Aminosäuren. Das sind einige, Valin, Methionin, Taurin, Acetylcystein, damit arbeiten wir mit
diesen mit den Aminosäuren. Und das Schöne am Chlorella ist, die sind alle im Chlorella. Das heißt, Chlorella deckt ja einen sehr, sehr großen Teil von dem Bedarf ab. Da testen wir dann mit ART zusätzlich, ich brauche zusätzlich vielleicht noch ein bisschen Cystein oder die eher synthetischen Formen davon, das ist, wäre das DMPS oder DMSA oder Glutathion selbst, ja, die wirken alle außerhalb der Zelle sehr, sehr schön, gehen aber nicht in die Zelle rein, auch Glutathion nicht, da gibt's die Illusion, dass Leute denken, sie spritzen Glutathion und es kommt schon irgendwie in die Zelle rein und räumt da auf, nein, es räumt außerhalb der Zelle auf und es ist auch gut. So dass wir erstmal mit Chlorella den Darm frei machen, die Leber frei machen, die Niere frei machen, dass der Teil nicht mehr nachweisbar ist für uns. Und dann machen wir die Matrix sauber, bis der nichts mehr nachweist. Und dann können wir in die Zelle rein. Und das ist, wo Dinge wie Koriander oder Kurkumin, bestimmte Pflanzenstoffe, dann eine Riesenrolle spielen. Das sind fast alle Pflanzen, Bioflavonoide oder Polyphenole, sind hier hervorragend, um das Innere in der Zelle anzuwerfen. Und mehr kann ich eigentlich so nicht sagen. Das Wichtige ist, dass es diese drei Compartments gibt im Körper und die müssen in der Reihenfolge, wie die Entgiftung entstanden ist, behandelt werden. Ja, also erstmal den Darm freilegen, wenn es übers Essen aufgenommen wurde, die Lunge freilegen, wenn es darüber aufgenommen wurde, dann die Matrix, das Bindegewebe sauber machen und dann erst an die Zelle ran. Wo Dinge schief gehen, ist, wenn Leute versuchen, Dinge in der Zelle aufzuwirbeln und geben Stoffe, die in die Zelle reingehen und was dann passiert oder außerhalb der Zelle ist so viel Quecksilber, in der Zelle ist so viel. Und wenn ich jetzt die Zellwand aufmache, um die Zelle zu entgiften, läuft der Saft, der außerhalb ist, in die Zelle rein. Die Zelle wird noch giftiger. Ja, und das ist so die Kunst vom Entgiften, die richtige Reihenfolge einzuhalten von den richtigen Mitteln. Und wow. Ja, sehr, sehr, sehr wertvoll, Dietrich, dass du uns da Einblick gibst irgendwie in deine Methode, die du ja irgendwie über Jahrzehnte entwickelt hast und auch sicherlich irgendwie mal anfänglich ausprobiert hast und am Ende ist halt irgendwie sowas entstanden, was du jetzt uns hier mitgeteilt hast. Um deine Zeit zu respektieren, Dietrich, wir sind fast am Ende. Ich will noch ganz kurz einen Übergang schaffen, weil wir haben eine Longevity-Serie vor uns und Longevity ist ja bei dir vor allem in den USA mittlerweile ein Riesenthema. Da geht's um auch um Histonmodifikation, da geht's um NAD und um viele dieser ganzen Sachen. Jetzt, wo wir aber bei Detox sind, einmal mal vielleicht deine Einschätzung. Was hat denn deiner Meinung nach der Detox oder grundsätzlich die Entgiftung und die Giftstoffe für einen Stellenwert, was eigentlich das Thema Longevity angeht? Macht Sinn, das außer Acht zu lassen und einfach nur daran zu denken, irgendwie das Leben zu verlängern? Oder wie siehst du das Ganze? Ja, also ich für mich, oder ich bin ja nun auch schon älter, oder? Und für mich ist es relativ klar, oder, dass die Longevity-Methoden fangen immer an, erstmal im Körper aufzuräumen, erstmal zu entgiften, die Narben behandeln, auch die emotionellen Narben zu behandeln, Traumata abzubauen, das Familiensystem zu korrigieren. Jede Longevity-Behandlung sollte erstmal dort anfangen. Dort werden die größten Schritte erzielt. Und dann kommt die Arbeit mit den Hormonen oder dann die bioidentischen Hormone, die Hormone zu ersetzen, so dass wir mit 80 noch die Hormone haben von einem 40-Jährigen. Dann macht das Leben einfach mehr Spaß, oder? Mit dem richtigen Hormongehalt. Und die Erfahrung ist einfach, einmal die, wenn man vorher aufräumt im System, braucht man wesentlich, wesentlich weniger von diesen Dingen, die man zusätzlich macht und hat von daher auch wesentlich, wesentlich weniger Nebenwirkungen von den Dingen, die alle nachher kommen, oder? Und dann, ob wir dann nun Rapamycin geben oder ob wir Peptide geben oder ob wir Wachstumshormon spritzen oder so, diese Dinge, oder dann die Stammzellentherapie. Es ist ja toll, dass diese Dinge heute alle verfügbar sind und wir nutzen die auch in der Klinik. Aber die großen Durchbrüche und Erfolge,
kriegen wir, wenn wir einen toten Zahn entfernen, oder? Dann geht es dem Patienten super hinterher, oder? Und dann kann er 3 Jahre lang Wachstumshormon spritzen und kommt an diesen Effekt nicht ran. Ja, super. Ich glaube, das war ein wunderbarer Übergang zu unserer Serie. Perfekt für uns, jetzt auch in dem Zusammenhang, dass wir die Detox-Serie vorab geschaltet haben. Deswegen, da kann jeder, der auch sein Leben verlängern möchte oder einfach so lang wie möglich gesund leben möchte, erstmal eben ans Aufräumen denken. Ja, Dietrich, Wahnsinn, Wahnsinnsinhalte. Vielen, vielen Dank, dass du heute deine Erfahrung mit uns geteilt hast. Vielen Dank, dass du dabei warst, an alle Zuschauer. Ja, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst uns ein Like, kommentiert und teilt die Sendung, um den Algorithmus zu befeuern. Und ansonsten seid auch dann bei der nächsten Serie mit dabei. Vielen Dank fürs Zuschauen und Dietrich, vielen Dank nochmal, dass du dabei warst. Okay, danke Sebastian. Tschüss, ich gehe zur Arbeit.